den Film Foolish Wives hatte er in Universal City ein maßstabgetreues Abbild von Monte Carlo errichten lassen und das Budget um ein Vielfaches überzogen. Während der Dreharbeiten zu Merry-Go-Round kam es zum Krach mit dem jungen Produktionschef Irving Thalberg und Stroheim musste Universal verlassen. Die Firma Goldwyn ermöglichte ihm die Realisierung eines Traums, die Verfilmung des Romans McTeague von Frank Norris. Stroheims Absicht, den gesamten Film ausschließlich an Originalschauplätzen zu drehen, war revolutionär. In San Francisco wurde ein ganzer Häuserblock für ein Jahr angemietet. Das berühmte Eckhaus existiert noch heute. In den Gebäuden wurden Wände eingerissen, um Platz für Kameras und Scheinwerfer zu schaffen. Die Schauspieler sollten authentische Räume mit Leben erfüllen. Ich kann einfach nicht betrügen, sagte Stroheim. Die Schlusssequenz wurde im Death Valley bei Temperaturen von mehr als 50 Grad Celsius gedreht. Die Kameras mussten mit feuchten Stoffhauben abgedeckt werden. Das Wasser verdunstete innerhalb von 5 Minuten, aber so blieb das Filmmaterial kühl. Stroheim bot einen merkwürdigen Anblick. Er trug Kniebundhosen und gelbe Handschuhe. Er dachte wohl, er wäre in der Sahara. Yellow gloves, and he really thought he was on the Sahara Desert. Einige Leute wurden sehr krank, ein Koch starb. Da ich nicht auch krank werden wollte, ließ ich mich nach Hause zurückschicken. Nach 198 Drehtagen gab es mehr als 96 Stunden belichtetes Material. In monatelanger Arbeit fertigte Stroheim eine erste, 9-stündige Fassung. Als er diese auf 5 Stunden gekürzt hatte, fusionierte Goldwyn mit den Firmen Metro und mehr. Seinen neuen Boss kannte Stroheim von Universal, Irving Thalberg, hier mit Louis B. Mayer. Thalberg verlangte, Greed auf eine kommerzielle Länge zu bringen. Stroheim vertraute die Schnittkopie einem Freund an, dem Regisseur Rex Ingram, der sie mit seinem Cutter Grant Whitehawk auf 3,5 Stunden kürzte. Wenn du noch ein einziges Bild herausschneidest, sagte Ingram, rede ich kein Wort mehr mit dir. Doch Thalberg ließ Greed auf eine Vorführlänge von 2,25 Stunden zusammenschneiden. Nebenfiguren verschwanden, ganze Sequenzen wurden durch Zwischentitel ersetzt. Der Mann, der meinen Film geschnitten hat, sagte Stroheim, gebrauchte seinen Kopf nur, um einen Hut zu tragen. Der Film war kein Erfolg. Ein Kritiker nannte ihn das dreckigste, gemeinste und ekelhafteste Machwerk der Filmgeschichte. Erst nach Jahrzehnten fand Stroheim die gebührende Anerkennung. Heute gilt Greed, selbst in seiner verstümmelten Fassung, als einer der größten Filme aller Zeiten.